Buffetts Depot. Apple reduziert und diese Aktie hatte ich selbst auf dem Schirm und hat mir Geld gebracht. In diesem Video schauen wir uns das aktuelle Portfolio von Warren Buffett an. Jetzt auch wirklich mit den Q4-Abschlüssen. Ich wünsche dir viel Spaß dabei. Und damit herzlich willkommen an alle angehenden und aktiven Investoren. Mein Name ist Philipp Malte-Lingnau. In diesem Video schauen wir uns jetzt mal nur das Depot von Warren Buffett an nach Abschluss des Q4. Im letzten Video haben wir uns ja Warren Buffett, Charlie Munger und Bill Gates angeschaut. Allerdings war da noch nicht das Q4 drin. Da auch nochmal danke an die Hinweise in den Kommentaren. Jetzt, ich glaube 2 oder 3 Wochen später, werfen wir deswegen nochmal einen intensiveren Blick, denn die neuen Daten sind seit ein paar Tagen draußen. Das ist einfach eine SEC-Pflicht, dass dort die Käufe von gewissen Volumina an Depots veröffentlicht werden müssen. Und das hat den Vorteil für uns. Wir können sehen, was die Großen machen, was das große Geld macht. Und ich finde es immer interessant nachzuvollziehen und zu verfolgen, in welche Richtung das Ganze geht. Und eine Sache, die dieses Mal auf jeden Fall mich besonders gefreut hat, ist, dass Warren Buffett in dem Fall eine Aktie gekauft hat, die ich selbst auch schon seit ein paar Monaten auf dem Schirm hatte, mit der ein bisschen was passiert ist. Und deswegen gucken wir uns diese Aktie gleich auch nochmal etwas genauer an. Zumindest ganz grob. Jetzt springen wir aber erstmal auf den Bildschirm und schauen uns an, wie das Portfolio sich eigentlich hier entwickelt hat im letzten Monat. Wir sehen also hier in der Übersicht, hier haben wir die Aktien, um die es geht, und hier auf der Seite haben wir das Kaufdatum, also im Prinzip, beziehungsweise das Reporting-Datum. Wir wissen nie ganz genau, wo die Aktie gekauft wird, das heißt, wir haben keinen ganz genauen Einstiegskurs, sondern wir haben immer nur eine Range, die angegeben wird. Das ist immer vom Stichtag des letzten Reportings bis zum Stichtag des neuen Reportings, das ist eine Range, da drin muss er gekauft haben und hier wird einfach der Mittelwert davon berechnet. Das heißt, es ist eine ungefähre Abschätzung, ob die Aktie im Plus ist oder nicht oder in welchem Zeitraum das Ganze passiert ist. Wir sehen hier, dass es kleinere Veränderungen gab, also Oracle wurde zum Beispiel als komplett aus dem Portfolio rausgeschmissen, JP Morgan hinzugefügt, um knapp 40% wurde die Position aufgestockt. Red Hat als neuer Kauf, Wells Fargo reduziert, General Motors hinzugefügt, Apple reduziert. Und das ist im Prinzip die Position, die jetzt vielleicht auch einige aufhorchen lassen wird. Warum wurde denn Apple reduziert? Im Endeffekt weiß es keiner. Die Sache ist, es muss gar nicht unbedingt immer sein, dass Warren Buffett jetzt hier noch so den Daumen auf allem drauf hat. Das wird natürlich alles diskutiert, aber so eine Reduktion kann immer verschiedene Gründe haben. Das, was mir am ehesten realistisch erscheint, ist, dass es unterschiedliche Meinungen von den verschiedenen Direktoren, die mittlerweile die Portfolien managen, gab und in einem Portfolio einfach der Bestand reduziert wurde. Das heißt, dass das einfach jetzt hier in der SEC, im SEC-Filing auftritt und sich dadurch darstellt. Ich finde es jetzt gar nicht so wichtig oder unwichtig. Wir sehen hier, der Impact auf der Positionsebene selbst liegt bei 1%. Ja. Also ich würde dem jetzt keine allzu große Bedeutung zumessen, aber trotzdem ist es natürlich eine Sache, worauf man achtet. An sich hat Warren Buffett ja immer den Hintergrund, dass er sagt oder die Denkweise, die er mitgeteilt hat, ich möchte am liebsten nicht nur eine Aktie kaufen, sondern die ganze Firma besitzen. Und da sagt es natürlich, wir haben im letzten Quartal gesehen, die Aktie hat er verloren, dass es ja ein guter Zeitpunkt wäre, um auch nachzukaufen. Das heißt aber, nur weil er diese Überzeugung hat, muss nicht jeder, der im Board jetzt bei ihm ist, das sind ja 4 Leute, diese Meinung so teilen. Und Aktienrückkäufe und so, es sind schon bestimmte Dinge, die anders gemacht werden aktuell, als sie in der Historie gemacht wurden. Und von daher ist so ein Wandel, dass er nicht mehr alle Transaktionen selbst macht, kann natürlich auch dazu führen, dass bestimmte Prinzipien nicht bei Berkshire Hathaway so 1:1 umgesetzt werden, wie er sie vielleicht vorher mal benannt hat. So, ansonsten noch interessante Sachen dabei. 2 weitere Firmen, die hier hinzugefügt wurden. An sich aber eher mit kleineren Positionen auf Portfolioebene. An sich können wir sagen, es ist immer noch ein relativ hoher Cashbestand, den Berkshire Hathaway hat. An sich, wenn man sich das mal als Unternehmen anguckt, ist es ein Unternehmen, was sehr in Cash sitzt, was auf einen guten Zeitpunkt wartet. Und an sich, wenn man sich auch mal so anguckt, zum Beispiel den Buffett-Indikator, den er selbst einmal rausgebracht hat,
Die Positivrendite, die für die nächsten Jahre daraus abgeleitet werden, sind, wenn ich mich jetzt nicht ganz irre, negativ bei 2% oder so. Und das heißt, er sieht es auch nicht, oder dieser Indikator sagt aus, es sieht nicht danach aus, als ob es jetzt gerade Sinn macht, direkt zu kaufen. Und deswegen eine abwartende Haltung, die man auch hier vielleicht eher defensiv etwas erkennt. Jetzt kommen wir aber noch darauf zu sprechen, welche Aktie mich im Portfolio eigentlich beschäftigt hat. Und da sprechen wir über folgende Position. Und zwar ist das Red Hat. Vielleicht hatte der ein oder andere schon mal dazu was gehört. Ich habe vor Monaten die Aktie das erste Mal gefunden. Und wenn wir uns jetzt hier mal angucken, was der Chart gemacht hat, sieht das ganz schön zerstückelt aus. Ich habe in, hier ungefähr ist mir die Aktie irgendwo aufgefallen, da hatte ich sie das erste Mal auf dem Schirm, habe sie verfolgt und bin dann hingegangen, genauso wie ich es in jedem Video im Endeffekt erzähle, habe einen fairen Preis bestimmt, habe mir die Aktie etwas genauer angeguckt und habe gesagt, okay, bei welchem Niveau sehe ich eine Unterbewertung und wo würde ich das Ganze kaufen? So, wie mache ich sowas? Ich gebe mal einen kleinen Einblick, wenn euch das gefällt, können wir gerne weitere Videos oder tiefgehendere Videos dazu machen, dass man so einen Überblick behält, dann auch gerne mit Titeln, die euch etwas mehr interessieren. Wir haben hier für unsere Kunden, was wir selbst nutzen, beziehungsweise wir haben irgendwann entwickelt einen Value-Rechner und wenn wir jetzt mal eingeben, Red Hat, da sehen wir, bilanztechnisch sieht das Unternehmen echt stark aus und das ist das auch, was mich hier ja, dann aufhorchen lassen hat und nur die Frage ist, was ist der Preis und was ist der Wert? Und was wir erstmal an Wert bestimmen, ist ja das, was dann notwendig ist, um ein Preisschild dran zu machen, wo ist es fair. Nichts anderes ist hier passiert. Und ich habe dann gesehen, okay, das habe ich jetzt einfach nur erstmal angenommen, das ist jetzt egal, das werde ich jetzt hier auch nicht begründen. 10% Wachstum und wäre bei einem fairen Wert ungefähr bei 150 gewesen. So, ich habe gesagt, in dem Niveau, also bei 20-30% angenommener Unterbewertung, wäre ich bereit zu kaufen. Das Ganze hat natürlich hier in dem Zeitraum nicht funktioniert, wurde aber, als es hier runtergelaufen ist, immer realistischer. Aber wer mich kennt, weiß es, ich gehe da nicht hin und kaufe direkt oder habe es in dem Fall auch nicht gemacht, ob es jetzt gut oder schlecht ist, da kommen wir gleich drauf, sondern bin hingegangen und habe auf Niveaus von 120 und, beziehungsweise müssen wir eigentlich mal ein bisschen rauszoomen, 120 und 110, also hier irgendwo Put-Optionen verkauft, um zu sagen, ich möchte die Aktie nehmen, wenn das Ganze jetzt relevant wird oder die Niveaus erreicht werden. So, die 120er wurden mir nicht ausgelöst, beziehungsweise sind zu schnell im Wert verfallen oder wurden wieder zurückgekauft und die 110er wurden nie angelaufen. Und dann ist das passiert, was immer der Nachteil ist, was passieren kann, dass, wenn man noch nicht in der Aktie drin ist, genau das hier passiert. Wir hatten einen extremen Gewinnsprung. Warum? Weil IBM hat die Aktie gekauft oder beziehungsweise hat ein Übernahmeangebot gemacht und hat das für 170 aufgerufen. Und dementsprechend springt natürlich die Aktie direkt auf das Niveau, um das Ganze wiederzuspiegeln. Wenn ein großer Käufer da ist, der das Ganze übernehmen möchte, dann ist es natürlich klar, dass der Aktienpreis das Ganze widerspiegelt. So, das ist hier passiert. Das war im Prinzip das, was mich da auch bei der Aktie hat aufhorchen lassen, was ich jetzt auch aus dem Portfolio besonders spannend fand. Aber ich meine, ich bin nicht böse drum. Es gibt genug Unternehmen da draußen, die interessant sind und genug Preise, die ich identifiziert habe. Und wenn man nur weiß, wie es funktioniert, dann kann man einfach aus solchen Situationen gutes Geld verdienen. Und das Gleiche möchte ich dir natürlich jetzt auch noch anbieten, wenn du zum einen langfristigen Vermögensaufbau betreiben willst, aber nicht auf kurzfristigen Cashflow verzichten willst, ohne jetzt große Risiken zu erhöhen, sondern wirklich so einen stabilen Ansatz mit drin zu haben, dann bewirb dich gerne noch auf ein kostenloses Coaching-Gespräch, dann ruft dich jemand bei mir aus dem Team an und vielleicht telefonieren wir dann schon in den nächsten Tagen, um zu schauen, ob und wie wir dir vielleicht helfen können, genau dieses Ziel zu erreichen, dass du zum einen genau weißt, was du machen musst, um Vermögen aufzubauen und zum anderen aber auch kurzfristig schon regelmäßige Einnahmen zu generieren. Wenn das für dich interessant ist, bewirb dich gerne. Ansonsten hat es mich natürlich gefreut, wenn du dabei warst. Schreib mir gerne in die Kommentare, was du zu diesem Thema denkst, vielleicht auch zu den Picks. Und ansonsten wünsche ich dir weiterhin einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao.